Irgendwie haben wir das Gefühl, wir können auf das Varadero ohne vorgebucht haben. Es ist aber völlig überrennt, und zwar weil Kubaner Ferien haben. Und jetzt bin ich gerade irgendwie eine Stunde hier die Gasse entlang gerannt, um ein Gasse zu organisieren. Wir haben es jetzt geschafft. Sehr einfach, sehr simpel, aber ganz, ganz herzige und nette Gastgeber wieder einmal. Und jetzt gehen wir an den Strand. Wir sind jetzt nicht mal 2 Minuten gelaufen von unserem Casa, wo wir knapp 35 Franken zahlen. Und schon sind wir an diesem traumhaften Strand. Also das geht, glaube ich, nur in Varadero. Die Varadero, da haben wir ja in unserer Reiseführer gelesen, das sei einfach ein Touri-Ziel mit sehr vielen All-Inclusive-Touristen aus Kanada und Europa. Es ist aber auch ein relativ herziges Dorf mit ganz vielen Casas. Und so eine Casa haben wir zum Glück noch knapp gefunden. Genau, die herzigen Kubaner haben uns gesagt, ja, das ist der schönste, mucho schönste Ort und Strand, was es gibt in Kuba und wieso wir noch so kurz da sind. Aber jetzt schauen wir mal und sonst bleiben wir im Notfall noch länger. Varadero hier gefahren sind mit dem Taxi, hat uns der Taxifahrer erzählt, dass die meisten Touristen, die von Varadero wahrscheinlich in irgendeinem All-Inclusive-Hotel sitzen, ziemlich verschrecken, wenn sie hier in Matanzas ankommen, weil sie das Gefühl haben, sie haben in Varadero schon das richtige Kuba gesehen. Aber hier ist, glaube ich, wirklich real Kuba. Eine der reichsten Städte, die es früher gegeben hat in Kuba. Und so die alten Prunkstücke findet man überall noch in der Stadt. Aber alles natürlich jetzt auch abgewetzt und veraltet. Also nachdem ich gesehen habe, wie sie hier den Balkon renovieren, stand ich, glaube ich, in Kuba. Nicht mehr auf den Balkon. Unsere Unterkünfte während der Reise waren ja schon ein paar Mal ein Thema. Jetzt sind wir wieder in einer Stadt. Hier gibt es wunderbare Casas. Und das Gas hier müssen wir wirklich speziell erwähnen, weil das ist ein richtig schönes altes Herrenhaus, wie es ganz oft hat in der Stadt. Schaut euch das mal an. Also was mir am meisten gefällt an diesem alten Herrenhaus, ist, dass die Räume so hoch sind. Also ich glaube, wenn man in der Schweiz so ein Gebäude heutzutage bauen würde, wenn man glaube ich, etwa 3 Stockwerke-Wohnungen reinpflanzen. Und da ist es einfach 1 Stockwerk und dafür ganz, ganz hohe Räume. Das macht es irgendwie so majestätisch. Mega schön. Das Seife, das ich mal gesagt habe, dass ich hier schwierig zu kriegen, war bis jetzt eigentlich nie ein Problem gewesen. Klar ist es ein bisschen beschränkt, aber schlussendlich bekommen wir es überall. Fantastisch ist auch immer, was für eine Fernsehqualität das sie hier haben. Oder besser gesagt, was für ein Jahrgang. Ich glaube, das ist so der Fernseher, so der erste Fernseher, den ich glaube, als Kind gesehen habe. Hat jemand so etwas gesehen. Und der steht hier in jedem Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, ob unsere Augenringe grösser sind als sonst, weil also ich habe sonst einen hervorragenden Schlaf. Ich glaube, es gibt keine Nacht, wo ich nicht einfach
durchschlafe. Und in Kuba ist wirklich das erste Mal, wo ich glaube noch kein einziges Mal durchschlafen konnte in der Nacht. Irgendetwas hört man immer. Am Morgen sind es Gückel, die kreien oder irgendein Händler, der Brot will verkaufen. Und auf der Straße rennt und schreit. Das schreit einfach und zwar also nicht am 8, 9 am Morgen, sondern eher um 5, 6 am Morgen. Oder ein Chevrolet 1951 brettert durch die Strasse und zündet seine Motoren noch mal ein bisschen lauter. Plus hat man das Gefühl, es geht das ganze Blech ab dem Auto ab, weil es so rattert, wenn es vorbeifährt. Also wirklich, es ist laut in Kuba. In Kuba, da läuft es. Oder es gibt auch den El Nino, der dann mit seiner neuesten Boxe durch die Gasse läuft und allen zeigt, was er für tolle Salsa-Musik auf seinem Abspielgerät hat. Ja, das gibt es natürlich dann auch bis um 2 am Morgen. Genau, also da macht man dann einfach mit, auch Lärm. Oder man schläft halt einfach nicht und wälzt sich im Bett. Nein, Kuba ist echt cool. Fantastisches Erlebnis. Einfach wirklich ein Erlebnis, eine Reise wert. Und es ist sicher eher ein anstrengendes Reiseziel. Aber mit ein bisschen mehr Augenring am Schluss.